Mach dir keinen Kopf. Wir sind alle für dich da. Das weißt du, oder? Danke. Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Dass der Test positiv ist. Eben. Und noch ist doch gar nichts passiert. Ich weiß. Und wenn doch, dann schaffst du das auch. Okay? Der Termin um 14:30 Uhr, bitte. Du schaffst das. Sie können Ihre Begleitung gern mit reinnehmen, wenn Sie wollen. Soll ich? So. Wir haben Ihre Blutprobe untersucht und es liegt ein reaktives Testergebnis vor. Das heißt, Sie wurden positiv auf HIV getestet. Okay. Was geht Ihnen denn jetzt gerade durch den Kopf? Ich weiß es nicht. Das ist nicht schlimm. Was wissen Sie denn über HIV? Ich habe viel gelesen. Aber gerade ein bisschen viel. Das ist ganz normal. Und dann haben Sie ja wahrscheinlich auch gelesen, dass Sie mit der antiviralen Therapie eine ganz normale Lebenserwartung haben und nicht an AIDS erkranken werden. Es ist nur wichtig, dass Sie möglichst bald mit Ihrem Facharzt sprechen, damit Sie gemeinsam erarbeiten können, wie die nächsten Schritte für Sie aussehen werden. Da gibt es aber in jeder Schwerpunktpraxis Ansprechpartner, die Sie dabei unterstützen. Okay. Auch wenn das jetzt gerade viel ist. Sie sind nicht allein damit, wenn Sie das nicht wollen. Soll ich Ihnen eine Liste mit Fachärzten in der Stadt ausdrucken? Sie können aber auch ganz in Ruhe online nach einer Praxis suchen. Ich kann ihn mit zu meiner Fachärztin nehmen. Dann haben Sie ja jemanden an Ihrer Seite, der weiß, wie es jetzt weitergeht. Meinen Sie, wir können noch einen Moment hier sitzen bleiben? Na klar. Lassen Sie sich Zeit.
Max? What's that? A pillow fort. You may enter if you know the password. And what's the password? I'll give you a hint. It's Apfelstrudel. Apfelstrudel. Yes, that's correct. Do you like it? Impressive. Straight out of Pinterest. But I mean, you are the Pinterest version of a boyfriend. So, I'm your boyfriend? I guess. I can work with that title. I'm sorry. It's okay. What's going on in there? I don't know. You're a bad liar. I want you to go back home. Me neither. Three months is not enough. I know. Stupid US. Will you visit me? Hey. Kommst du mich zu besuchen? Komm dich zu besuchen.
eins. Deins. Hi. Tee? Nee, danke. Oh, wie siehst du denn aus? Was soll Lukas denken? Er sieht heute wirklich sehr gut aus. Und wenn du aufwachst, habt ihr ganz viel Zeit, über alles zu reden. Und ich koche dir dein Lieblingsessen. Was meinst du? Lieber Milchreis oder lieber Baked Beans? Er kann dich nicht hören. Das weißt du nicht. Wir sind hier, beide, Lukas und ich, bis du aufwachst. Es wird alles wieder gut, Lukas. Bald ist Leopold wieder wach. Versprochen. Wie willst du das versprechen? Das glaubst du auch selber nicht. Oder bist du so naiv? Leopold wird wieder gesund. Guck ihn dir an, er kann nicht mal alleine atmen. Und du sitzt hier rum und tust, als ob alles okay ist. Nichts ist okay. Verstehst du das? Leopold wacht nicht auf. Du solltest dich ausruhen. Ich passe auf Leopold auf. Hey. 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 Felix. Samu, hey. Jonas hat mir erzählt, was mit Leopold passiert ist. Das tut mir echt leid. Wie geht's ihm? Ganz gut. Okay. Jonas meinte, der wäre auf Intensiv und im Koma und so. Ja, aber er wird wieder. Ist gut. Haben uns echt richtig Sorgen gemacht. Ist echt krass, dass das gerade hier passiert. Arschlöcher gibt's überall. Was ist denn passiert? Vor ein paar Tagen, da wurde ein Freund angegriffen und jetzt liegt er halt im Krankenhaus. Krass. Ja. Krass. Das ist unsere. Sag Leopold, dass wir ihn denken, ja?
alles gut? Ja. Glad you're here. Me too. Hey, ist was passiert? Wie geht's deinem besten Freund eigentlich wirklich? Ich will nicht drüber reden. Ich habe gesagt, ich will nicht darüber reden. Was ist daran so schwer zu verstehen? Ich will nicht drüber sprechen. Okay. Schau mich nicht so an. Was willst du hören? Ich war nicht da. Zufrieden? Mein bester Freund wurde zusammengeschlagen und liegt im Koma. Und ich habe ihn allein gelassen. Du kannst ruhig sagen, was du denkst. Ich weiß selber, dass das scheiße ist. Du hast halt Angst. Das habe ich auch. Aber wie hat ein weiser Mann gestern zu mir gesagt, du bist nicht allein. Sehr weise, dieser Mann. Vermutlich auch sehr attraktiv. Unverschämt. Zieh die Jacke an, wir gehen ins Krankenhaus. Du willst dich doch nur mit meinen Problemen ablenken. Ja? Ich bin auch mal dran. Komm. Willst du? Ich bin im Krankenhaus laut geworden. Warum? Ich kann dieses Ganze, es wird alles gut, einfach nicht mehr hören. Gerade ist gar nichts gut und es ändert sich auch nicht. Seit Tagen das Gleiche, sitzt jeden Tag in seinem Bett und tut so, als würde er jeden Moment aufwachen. Ich kann halt nichts anderes tun, als dran zu glauben. Das ist es ja. Wir können alle nichts tun. Wir sitzen jeden Tag rum und machen nichts, weil es nichts gibt, was hilft. Ich sitze seit Tagen an seinem Bett, halte seine Hand und kann zusehen, wie scheiß Schläuche Luft in ihn reinpumpen. Und er wacht nicht auf. Aber wehe, jemand sagt mal irgendwas. Schön so tun, als würde alles gut werden.
schön brav rumsitzen, während diese fucking Hurensöhne irgendwo frei rumlaufen. Und dieses scheiß Gepiepse und der ekelhafte Schleim, der ständig abgesaugt werden muss. Und Leopold, wenn du aufwachst, machen wir dies. Und Leopold, wenn du aufwachst, koche ich dir jenes. Ist doch krank. Sollen wir zusammen zurückgehen? Los. Ich kann das nicht. Ich kann da nicht rein. Doch, das kannst du.